Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich will jetzt nicht so einsteigen wie Herr Holter, so nach dem Motto, so versteckt. Oh, wir sprechen uns schon ab, Herr Niseri, keine Sorge in der Frage, aber nicht so versteckt die Regierungskoalition zu loben. Aber ich will immerhin mit Gemeinsamkeiten anfangen. Ich will immerhin mit Gemeinsamkeiten anfangen. Und wenn man das Thema oder das Regierungshandeln unter die Überschrift stellt, Zukunft aus eigener Kraft, dann sind wir zumindest, glaube ich, bei der Analyse zusammen. Zumindest in zwei Punkten, die ich benennen will. Der erste Punkt ist, wir stehen vor der Herausforderung, und zwar gemeinsam, eine Zukunft zu gestalten, die in Zukunft mit deutlich weniger Mitteln auskommt. Und zweitens, wir sind mitten in einem Wettbewerb um die besten Köpfe, um die innovativsten Ideen, um Fachkräfte, Lehrerinnen, junge, gut ausgebildete Menschen. Bisher ja sehr gute Rede, Herr Sohn. Ja. Und, lieber Kollege Kuckert, ich bin auch ganz bei Ihnen, bei Ihrer Forderung. Das ist eigentlich eine derartig gewaltige Herausforderung, dass wir gemeinsam als Opposition wie auch als Regierungskoalition daran arbeiten müssten, um uns diesen Herausforderungen zu stellen. Auch der Ministerpräsident hat uns gerade explizit darauf aufgefordert. Aber, und die Einladung, die kenne ich ja jetzt schon seit 2,5 Jahren. Die ist aber wenig, ja, bei Ihnen habe ich es nicht so deutlich gehört, aber ich nehme sie gerne entgegen. Aber dann fangen Sie doch mal an. Sie können heute in dieser Landtagssitzung den Beginn machen. Fangen Sie doch mal an, Anträge und Gesetzesinitiativen danach zu bewerten, was drinsteht, und nicht danach zu bewerten, von wem sie kommen, meine Damen und Herren. Und ziehen Sie sich nicht immer darauf zurück, wenn Sie denn gut sind, Zwischenruf von Herrn Dr. Niseri. Ja, leider macht es mein Koalitionspartner nicht mit. Bei Wahlalter 16 haben Sie gleich die Möglichkeit, Markante zu zeigen, sehr geehrte Damen und Herren, und sich nicht zu verstecken hinter dem, was die CDU nicht will. Oder gehen Sie doch mal her und ziehen Sie sich nicht immer dann zurück, wenn Ihnen nichts mehr einfällt. Ziehen Sie sich immer darauf zurück, nach dem Motto, ja, das hat die Landesregierung ja sowieso schon geplant. Oder sie macht es vielleicht schon. Das, was Sie uns hier anbieten, das, wozu Sie uns hier auffordern, ist schlicht und ergreifend unglaubwürdig, solange Sie nicht ernst machen mit dem Einbeziehen der Ideen der Opposition. Und zu der Frage, da kommt ja nichts von euch. Gucken Sie sich doch mal die Tagesordnung heute an. Die ist dominiert von Gesetzesinitiativen der Opposition, von Anträgen der Opposition, von Seiten der CDU und der SPD ist nahezu nichts zu sehen. Das ist die Politik, so wie sie hier stattfindet. Und ich glaube, mir müssen ja keine wahrsagerischen Fähigkeiten nachgesagt werden, aber ich glaube sicher, wir werden heute wieder erleben, dass Sie sämtliche Oppositionsanträge, sämtliche Gesetzesvorhaben schlicht und ergreifend ablehnen, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist die reale Politik, mit der Sie sich hier rühmen. Also bleiben Sie bitte glaubwürdig und fordern Sie nicht uns zu Dingen auf, die wir längst tun. Sehr geehrte Damen und Herren, Zukunft aus eigener Kraft setzt voraus, dass man auch aus eigener Kraft gestalten kann. Ich muss jetzt springen, weil meine Redezeit relativ begrenzt ist. Und bis vor kurzem hätte ich Ihnen zugestimmt, gesagt, das zentrale Konzept der Landesregierung ist, den Haushalt zu sanieren. Und da haben Sie ja gerade auch aus der Presse zitiert, dass Ihnen das zugestanden wird. Und bis vor kurzem hätte ich hier kein Wort darüber verloren oder das lobend erwähnt. Aber das, was Ihre Politik, die eigentlich nach Gestaltungsvorschlägen, nach wirklichen Reformen schreit, die Notwendigkeit, die dieses Land braucht. Das, was Ihre Politik auszeichnet, ist im Augenblick schlicht und ergreifend, und das schon seit Monaten, eine Scheckbuchpolitik. Sie erkaufen sich das Schweigen der Kommunen, indem sie hergehen und hier keine Reform für eine auskömmliche kommunale Finanzierung vorlegen, sondern das Geld in die Hand nehmen und Ihnen das zur Verfügung stellen. Und bis 2017, Herr Müller, kommt nichts anders, als es in Ihrem eigenen Koalitionsvertrag steht. Sie gehen her und warten noch nicht mal eigene Gutachten ab, wie beim Flughafen Lage beispielsweise, weil Ihnen das aus dem Ruder läuft. Und bevor überhaupt in irgendwas vorliegt, schießen Sie Millionen Spritzen in dieses Wahnsinnsprojekt hinein. Und die Theater, Ihre Theaterpolitik hat in den letzten Jahren darin bestanden, Geld hineinzuschieben aus Insolvenzverhinderungsmaßnahmen. Das ist die Politik im Kulturbereich, die das auszeichnet, was CDU und SPD machen. Aber lassen Sie mich konstruktiv werden und lassen Sie
Lassen Sie vielleicht uns mal auf die nächsten 2,5 Jahre, ist ja eine Halbzeitbilanz, gucken. Und ich will mal 5 Forderungen definieren, von denen, die ich Ihnen vorschlagen möchte, und wo ich sage, die Oppositionsfraktion der Grünen wird, wenn Sie das ernsthaft meinen und ernsthaft umsetzen, an Ihrer Seite mit Ihnen gemeinsam gestalten. Erster Punkt, legen Sie doch endlich mal eine Theater- und Orchesterreform vor, die Ihren Namen verdient, auf unsinnige Fusionen verzichtet und den Musikern und Schauspielern endlich wieder den Rahmen gibt, ihr kreatives Potenzial zu entfalten und den Kommunen im Übrigen eine Rechtfertigung dafür, dass sie als Träger Millionenbeträge in die Theater und Orchester hineinstecken. Stellen Sie zweitens die Finanzierung der Kommunen auf seriöse, nachhaltige Füße und machen Sie daraus nicht einen Verschiebebahnhof, in dem Sie jährlich da einfach Geld hineinpumpen. Wir brauchen ein nachhaltiges Konzept, was die Kommunen langfristig sichert. Drittens, machen Sie endlich ernst, heute haben Sie schon die erste Möglichkeit dazu, mit Bürgerbeteiligung und Transparenz. Machen Sie die Ausschusssitzungen öffentlich, senken Sie die Quoren für den Bürgerentscheid und Volksbegehren. Erleichtern Sie den Zugang für Volksinitiativen auf kommunaler Ebene. Geben Sie endlich den Schwächeren eine Chance, indem Sie Inklusion umsetzen und nicht immer nur darüber reden. Und beenden Sie endlich die Eingangstür für Massentierhaltungsanlagen in diesem Land. Das wären Ansätze, die konstruktiv wären. Dankeschön.